nicht erlaubt. Also, Wetter wieder wunderschön. Im Grand Canyon liegt Schnee und zwar ohne Ende. Und ich habe gesehen auf diversen Social Media Sites den ersten Piloten, den sie beurlaubt haben oder wer auch immer, den haben sie schon zurückgeholt. Ja, mich irgendwie ein bisschen angepisst, obwohl ich nicht weiß, warum. Wunderschönes Wetter, 19 Grad wird es sogar morgen, heute nur 17. Und diese komische Firma, die sie da angestellt haben für den Background-Check, die geht mir immer mehr auf den Sack. Die wollen wieder 3, 4 Dokumente haben. Eins hätten sie mir angeblich zugeschickt, stimmt aber nicht. Und das muss ich notarisieren lassen. Ey, das kostet mich mindestens eine Stunde meiner Lebenszeit. Und also ich kriege das wahrscheinlich umsonst notarisiert bei der Versicherungsfirma von Lienz Auto. Nichtsdestotrotz, normalerweise kostet das 25, 30 Dollar. Das Dokument haben sie mir nicht zugeschickt. Okay, das kann man finden. Habe ich gefunden. Aber, ey. Und dann schicken die mir so eine E-Mail bezüglich so ein anderes Dokument. Ja, nicht von wegen, ja, bitte übersenden Sie uns die folgenden Dokumente, bla bla, so schnell wie möglich. Nein, die sagen, wenn Sie uns die nicht innerhalb von 48 Stunden übersenden, dann werden wir einen Repräsentanten von Blue Hawaii Helikopter darüber informieren. Ey, super dreist. So, jetzt lasse ich mir genau 48 Stunden Zeit und dann kriegen sie es. Boah, gehen die mir auf den Geist. So, ja, meine Sonnenbrillen sind immer noch in Produktion. Da habe ich mir nachgefragt, was denn Sache ist. Denn es ist wunderschönes Wetter, kein Wölkchen am Himmel. Und beide Sonnenbrillen, die ich ja hatte, werden ja gerade erneuert. Ja, ist wieder Angel. Die zweite Angelroute, die ich bestellt habe, die Surfroute, die ist angekommen. Die werde ich gleich mal checken. Boah, war das ein Drama, diese ganzen Unterlagen auszufüllen. Das geht mir richtig auf den Keks. So, jetzt habe ich aber alles ausgefüllt und jetzt kann die Lehren das einscannen, dann kann ich es wegschicken. So, ich muss tatsächlich diese Form notarisieren lassen. Da müssen wir jetzt ein Appointment machen. Ist das alles nervig. Jetzt haben wir schon 2 Uhr. Wunderschönes Wetter. Zum Angeln komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber jetzt ist es an der Zeit. Jetzt gucken wir mal, ob die neue Angelroute genauso geil ist, wie die, die ich vorher schon bestellt habe. So, jetzt gucken wir einfach mal. Fühlt sich super leicht an. Ich hoffe, die haben die richtige geschickt. Denn die soll eigentlich ziemlich lang sein. Da ist gar nichts drin. Okay. Was ich allerdings vermisse, ist das Hardcase. Ich dachte, da wäre ein, genau wie bei der anderen, so ein harter Case dabei. Muss ich nochmal gucken, was ich da genau bestellt habe, denn das ist schon mal ein bisschen enttäuschend. So, das soll eine 4-teilige Route sein. Das heißt, ich kann dann in Hawaii damit hin und her tingeln. Dann kann ich ein Tanzgepäck mitnehmen. Okay. Ja, bisher keine Cracks oder Fehler. Hier ist mal. Da muss ich nochmal gleich schauen, ob das wirklich gut genug ist. Ganz kleiner Crack drin. Ich kann die ja leider jetzt nicht ausprobieren. Zurückgeben. Boah, die haben Spitzenringe haben sie aber eingepackt, ey. Ja, das ist die längste Route, die ich im Repertoire habe. Oh mein Gott. Es sieht so lang und so klobig. Das soll eine Spinnroute sein. Nie im Leben. Aber dafür, dass sie so lang ist, ist sie ziemlich leicht. Oh mein Gott. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich die behalte. Oh Mann. Guck, how long das ist. Okay, fertig? Ja. Ja, das ist eine ganz schön lange Route.
Da weiß ich noch nicht. Ja, ich werde die wahrscheinlich behalten. Es sind so zwei kleine Fehlerchen drin, da will ich mich auf jeden Fall mal erkundigen, inwieweit das problematisch sein kann. Ja, das ist die 11-Fuß-Route. Ich habe beinahe überlegt, die 13-Fuß- oder 15-Fuß-Route zu kaufen. Da bin ich ja froh, dass ich nur die 11, die 11er, die 11er habe. Aber die ist gut eigentlich für hier Shorefishing, Livebait und so weiter. So was hatte ich ja noch nicht. Wollte ich immer mal haben. Und es war echt günstig. Ich glaube, die war auch nur 40 Dollar oder 60, 70, 70 Dollar. Aber dass da kein Hardcase dabei ist, das ist sehr ärgerlich und überraschend. So, wir sind auf dem Weg zur Bank. Die machen eine Dreiviertelstunde zu, deswegen müssen wir jetzt los. Dann haben wir das, habe ich den Papierkram wenigstens hinter mich gebracht. Also bisher. Da kann immer noch wieder was kommen. Super nervig, wie viel Zeit da drauf geht, Mann. Tage habe ich da jetzt schon mitverbracht. Naja, wird sich hoffentlich im Endeffekt lohnen. Ja, Training ist heute auf jeden Fall noch angesagt. Wo ich dann noch weniger Bock drauf habe als gestern, aber gestern fiel ja aus, von daher muss es heute sein. So, das war eine Fahrt für die Katz, denn die wollten 15 Dollar dafür haben. So, ja, ich bin nicht gewillt, 15 Dollar zu bezahlen, von daher warten wir jetzt auf morgen. Dann rufe ich meine Bank an, ob die das vielleicht umsonst machen. Und wenn die das nicht umsonst machen morgen, dann müssen wir bis Montag warten. Das sind natürlich noch 4, 5 Tage. Das macht nichts. Dann gehen wir zu der Versicherung von der Lien. Dann, die machen das auf jeden Fall umsonst. Aber da ist ja, bis Montag keiner, der das machen kann. News says right here, available at no cost. Oh ja. Im Sonnenuntergang gab es heute nicht, deswegen war die Lien nicht unterwegs. Und es gibt bereits Abendessen um 10 vor 6. Training fällt heute aus. Ich habe auch noch Muskelkater in den Beinen von gestern, vorgestern. Und in den Armen auch. Von daher, ja gut. Gehe ich morgen. Morgen ist auf jeden Fall frei. Freitagabend ist nie was los. Und jetzt gibt es wieder das gleiche wie gestern. Dieses Brötchen, Brot, wie auch immer, mit diesen Körnern. Und dazu einen Tag alte Frikadellen. Aber die sind ja meistens ein bisschen besser. Aufgewärmt wurden sie. Und ja, dazu eine neue Episode von Mayday Air Crash Investigation oder sowas. Eigentlich wollten wir noch Orangen holen, weil mein Orangensaft leer ist. Jetzt zu spät. Der Kryptomarkt bricht gerade ein. Frag nicht wie. 0,2 Trillion Dollar runter. Ethereum crasht, Bitcoin, alles. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was da los ist. Mein Portfolio ist ja dementsprechend auch nach unten gesackt. Ey.